na 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 na. Ich sing euch aus grauen Vorzeiten, da gab's keinen Schießerlass. Und trotzdem hatten die Pfaffen und Schnüffler beim Schnüffeln viel Spaß. Vor 400 oder 500 Jahren an einem beliebigen Ort, da ging durch das Dorf ein Geflüster, wer noch Socken hat, mache sich fort. Der Herr Heinrich Inzitoris und der Jakob Sprenger sind da. Sie kommen vom Heiligen Vater, grüß Gott, Halleluja. Die Herren sind Inquisitoren, sie erforschen die Menschen mit Fleiß. Sie foltern die Hexen und sorgen dafür, dass sie brennen, Kyrieleis. Denn es hat Überhand genommen, der Aufruhr im Römischen Reich. Der Pöbel wird frech und rührt sich, tja, die Kirche schon heute eine Leich. Doch der heilige Leib unserer Kirche ist ein heiliges Sakrament. Und wer auch nur ein Härchen krümmt, ist eine Hex und die Hexe, die brennt. Na 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 na. Kräuterweib, das kann heilen, weil's Kräuter probiert und viel weiß. Hat gesagt, die Pillen der Mönche seien teuer bezahlter Scheiß. Da sagten die Inquisitoren, Salve Christi, Vobisculi Rex. Das hat dir der Teufel geflüstert, eine Hex, eine Hex, eine Hex. Die Hebamme ist in den Dörfern weit und breit sehr beliebt, weil sie weiß, wie man die Kinder nicht oder ohne Schmerzen gebiert. Da sagten die Inquisitoren, Salve Christi, Vobisculi Rex. Das Weib soll gebären in Schmerzen, eine Hex, eine Hex, eine Hex. Die Magd dient friedlich am Gutshof, doch tut nicht, wie man ihr befiehlt. Ist dem Junker im Bett nicht zum Willen, er hat Lebenswahnsinn gespürt. Da sagten die Inquisitoren, Salve Christi, Vobisculi Rex. Das Weib hat den Junker verzaubert, eine Hex, eine Hex, eine Hex. Die sehr alte Mutter vom Müller kann lesen, man weiß nicht warum. Hat gesagt, dass der Ablass nichts nütze, wer ihn kaufe, sei selber schön dumm. Da sagten die Inquisitoren, Salve Christi, Vobisculi Rex. Sie leugnet die heilige Ordnung, eine Hex, eine Hex, eine Hex. Und als dann der Bischof die Mühle sich unter den Nagel riss, schrie die Tochter der Müllerin wie am Spieß bei der Messe, verdammter Beschiss. Da sagten die Inquisitoren, Salve Christi, Vobisculi Rex. Das Weib ist vom Satan besessen, eine Hex, eine Hex, eine Hex. Es gab Bauern, die wollten nicht länger vom Fronvogt geschunden sein. Die machten bei Nacht im Wald einen Kreis und schworen im Fackelschein. Da sagten die Inquisitoren, Maleficium, Quicumsaurei. Schon wieder die Unzucht beim Hexensabbat, Teufelei, Ketzerei, Hexerei. Na 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 na. Feuer verbrannt. Was haben die Saubermänner getan im christlichen Abendland? So schufen sie Ehrfurcht und Schrecken mit Zepter und Krummstab und Spieß. Sie schleppten die Frauen aufs Folterbrett oder ins Eheverlies. Die
Mörder vom höheren Adel, die Lügner im Priesteramt. Die haben den Teufel erfunden fürs christliche Abendland. Sie haben das Volk geschunden, ins Elend gebracht und beraubt. Und dann behauptet die Hexen sein Schuld, weh denen, der nicht daran glaubt. Na, 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 und dann behauptet die Hexen sein Schuld, weh denen, der nicht daran glaubt.